Der ewige Ladescreen. Ja? Ich glaube, es tut was. Ah, ich höre was. Ja. Ist wieder. Ja. Ja, ja. Langer Ladestream. Ja. Weil Server mal wieder sind on point. Und so. Hier, großer. Sehr groß on point. What the hell? Was warst du denn? Einfach ein Geldschrein oder was? Nice. Ist so ein blaues Zeichen und ich nehme doch immer so gerne die Nebenquests mit. Warte mal, das wird jetzt. Das ist mir ein bisschen zu viel und so. Stirb! Was ist mit ihm? Ach, die wollen auch wieder zurücklaufen, okay. Ja, nee. Lass mal die da besiegen. Okay. Es sind zu viele. Alles in Ordnung? Da drüben. Sie sind in einem alten Lagerraum eingedrungen. Sie bauen da drin etwas. Jo, ich sehe mir das an. Herods Segen. Pass auf dich auf. Ja, passen Sie mal auf sich auf, mein Junge. Wir gehen da mal checken. Ah, da unten ist der Lagerraum. Komme ich von hier oder da nochmal hin? Wahrscheinlich, oder? Ich schwöre davon aus. Da wäre jetzt gelacht. Viele Mobs. Viele Gegner, viele Gegner. Sehr viele Gegner. Aber zweiter oh shit Button alias Heiltrank regelt. Lagerräume. Achso, jetzt kann ich wieder warten. Okay. Hallo Lagerräume. Bitte lassen Sie mich ein. Es ist von dringender Wichtigkeit. Was bauen die Guten denn hier? Ah, jetzt sind die Dinger nochmal hier. Lederhandschuhe. Let's get him. Hier geht's dann nicht lang. Ja, komm, stirb doch. Bye. Wieder ein Schuh, ist okay. Weg damit. Also im Mob können die halt wirklich schon gut Damage machen. Ne? Also muss man ihn. Das muss man den kleinen Kerlchen hier lassen. Okay. Immer schön alles mitnehmen. Ob Gold oder Item. So, was baut ihr denn hier Schönes, hä? Huch! Ach, okay. Die haben einen geschmiedeten Soldat gebaut. Okay. Interesting.
Nice. Ein Trank braucht mal keinen, da haben wir schon drei. Wer bist du? Okay, wirklich gedroppt hat er jetzt nichts. Okay. Leichter Beschiss? Würde ich jetzt behaupten, der Boss droppt nichts und dann droppt das Ding da auch nichts? Wenigstens eine Kiste hätte man hin platzieren können. Was ist mit dir jetzt? Hast du dich jetzt hier hingerobbt oder was? Nee, stopp, ich bin ja an einer ganz anderen Stelle rausgekommen, ne? Hallo? Sind sie weg? Jo, die sind weg. Sollte mich bedanken. Schon gut, ruh dich aus. Geh zurück ins Lager, hopp. Oh! Nebenquests bringen passive Punkte. Ja, gut, dass ich Nebenquests mache. Ha! Hätte ich nie rausbekommen ansonsten. Geil. Ey, das ist ja wirklich geil. Holy shit, nice. Dann sind Nebenquests mal endlich was wert. Achso, ja. Erlaube nochmal dasselbe. Ja, das hat natürlich nicht getroffen. Warum auch? Einmal Messing Dingsbumsen und... Okay, hier oben bin ich natürlich wenig lang gelaufen, bis gar nicht. Ich drücke immer mal wieder zum Spaß die Q-Taste. Ich weiß auch nicht warum. Was ist mit dir jetzt? Hüterwache. Wer bist du? Hüterin Lina schickt mich. Hüterweise drinnen beschützt den Splitter. Die Ospricks werden ohne ein Symbol von Aethera nicht durch die innere Tür kommen, aber es wird nicht lange dauern, bis sie durchbrechen können. Okay. Ich werde sie befehligen. Beseitigen, glaube ich, schon, oder nicht befehligen. Hier ist, ich befehlige die Feindesdruppen. Ja, kommt ihr her, der Eingang ist dort durch das Schild. Hier, ich habe das Symbol vor ihnen versteckt. Sie haben mich in Ruhe gelassen, weil sie dachten, ich wäre schon tot. Nimm es, ist nämlich zur Splitterkammer. Bitte hilf, Baltas. Okay, jo, ich gehe rein. We go in! Ich wollte mir eigentlich gleich mal was zu trinken holen. Ja. Gleich. Ich würde schon. Eingabe. Okay. Achso, das läuft schon die ganze Zeit. Okay. Wir warten. Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir schon richtig gut. Also erinnert mich so ein klein wenig an Path of Exile, nur irgendwie gerade im Moment noch nicht so krass komplex. Jedenfalls kommt es mir nicht so vor. Vielleicht ist das auch nur, weil der Skilltree von Path of Exile, man einfach ein Studium dafür braucht, um den zu verstehen. Aber kommt mir jetzt gerade im Moment nicht so, weil das so aufgesplittet ist, weil die Skills halt wirklich ihre eigenen Trees haben und das so dann auseinandergezogen wird. Und es kommt mir eher noch so ein bisschen wie Diablo 3 vor und Diablo 3 ist halt einfach ein geiles Game. Bis auf die Seasons, die sie dann irgendwie verkackt haben. Okay, die Hauptquest kriegen genauso Passivpunkte. Okay, I like... wir skillen noch weiter hier. Definitiv. Okay, einmal links rum. Ah, ich will ein bisschen zu viel Damage, ey. So, hier kann man runter. Hier hat man was zum Lesen. Ach, herrje. Ah, ja.
da ist doch wieder so ein komischer geschmiedeter Soldat. Und mittlerweile gehen die eigentlich ganz gut. Ganz guter Damage. Okay. Was sagt das hier? Aside for the keeper's movements, the vaults were easy to find. Exploring them proved more challenging. Ancient stonework that could inspire even the greatest of Solarum's architects. Nearly impenetrable. Between my engineer's finest munitions and the strength of my pet, we managed to crack one open. Only to find empty halls and vacant chambers. What would be the purpose of such a stronghold if it were to house nothing? Yet I could tell they were here, just as I predicted. They were guarding something of immense importance, something powerful. Raya will be pleased. Okay, also das ist auf jeden Fall ein Feind, wie es aussieht. Wir skillen noch einmal. Passivfeind, nice. Oh, wir haben unseren zweiten Slot bekommen. Ich will die Elementar-Nova hier drin haben, definitiv, weil wir haben schon geguckt, wir können nämlich eine Feuer-Nova da draus machen. Diese Feuer-Nova kann dann nämlich auch Gegner entzünden und nachher kannst du eine zusätzliche Aufladung für Feuer... nice. Elementar-Nova hat eine kürzere Abklingzeit. Hat die jetzt eine Abklingzeit? Ich glaube nicht. Ah, die kriegt hier eine Abklingzeit. Ah, mit dem Punkt hier kriegt die... Das ist schon geil, ne? Also das ist schon gut gemacht. Ja. Nice. Ich glaube, ich habe gerade wieder so ein Level-Up für den hier bekommen. Ja, geil. Aber den hier kann ich noch nicht skillen. Ich müsste weiter hier rein skillen. Oh, 4 Punkte braucht man sogar, bis man das skillen darf. Ja, dann skill ich doch weiter hier rein. Skillen wir da rein. Das passt mir sowieso ganz... Warte mal. Habe ich jetzt falsch geskillt? Ja, habe ich. Ich muss hier rein skillen. Neu verteilen. Jeder entfernte Punkt verringert die Stufe um 1. Ah, ja, okay. Gut, also ich muss es hier reinpacken. No, ich muss wieder ganz von vorne anfangen, das zu skillen. Okay, glaube ich, macht jetzt nicht so hundertprozentig was aus, aber okay. Also neu verteilen kostet mich ein komplettes Level mit dem Skill. Okay. Hallihallo. Those bricks, leave. Protect the sword! Ja, protect the shard, ja. Tread carefully. Oh, hallo. Hallihallo, Hallöchen. Ich hätte den Punkt wahrscheinlich da auch drin lassen können. Aber jetzt weiß ich zumindest, was das Reskillen bringt. Beziehungsweise, weiß, dass man es, wahrscheinlich vermeiden sollte, das zu machen. Zumindest hat es mich keine Währung gekostet. Das ist ganz gut.
Ah, er ist Boss. Komm, stirb doch. Nice. Oh. Not here. It isn't safe. We'll reconvene outside. Oh, hey. Me want die. Nice. Einfach direkt ein Leggy. So muss das. So muss das. Was kannst du denn? Die Zauber und Bogenangriffe deiner Diener verursachen um... Was? Deine Diener entziehen... Was? Dein Diener. Diener. Are you shitting me? Why? Wenigstens das hier ist cool. Why though? Nee, ich hab ja den Folianten. Tränke finden? Ja, das ist doch eigentlich ganz cool. Hallo? Darf ich bitte? Danke. Wir bleiben bei der... Erhöht körperlichen Schaden? Nee. Intelligenz plus 1, Rüstung plus 8. Kann man nehmen. 20 Rüstung. Hätte ich vielleicht einen besseren... Schild? Ja, komm, wir rüsten den da aus. Materialien erstmal weg. Gesundheit. Nee. Was heißt hier, ha? Scheiße ist das. Warum machen die sowas? Mann. Das gibt's doch nicht. So, kann ich hier weitergehen? Ich will noch gar nicht raus. Oder gehe ich hier jetzt schon vielleicht ein bisschen zu weit? Kann natürlich auch sein. Immer glaube ich einmal zurück und spreche mit dem Boy. Hier, der portet mich raus. Das wäre echt mies. So, dann komme. That should hold them. Ja. First things first. Thank you. The Auspics grow more troublesome by the day. Mhm. We've reinforced our walls. Supplied our men and taken out dozens of them. Yet, they're still here. Using brute force now. Mm-hmm. There are many monsters circling the vault. Yes. So, okay. I see you lack keeper's robes. I take it Lena sent you. You? Lovely. While your help has been appreciated, I have everything under control. What machst du denn hier? I'm protecting the epoch, of course. Was ist das? It's a fortress, meant to keep unruly treasure hunters from locating the shards of the epoch. Okay. Or at least it's supposed to. Drastic times. Did Lena not tell you? Nope. Well, tell you what. Let's get out of here first, and then I'll explain more. These peace talks are hardly worth it if you don't know why Orion is after us. Alles klar. Dann gehen wir mal raus. Sofort sympathisch das Game. Ja, habe ich gehört, ne? Also, muss jetzt gegönnt werden, ne? Und dann muss zusammen halt gesuchtet werden. Ach, der geht mit mir. Also, haben wir dieselben, waren angewiesen, die Spiele der Epoch getrennt zu halten. So an Eteras Wort, okay. The first epoch shard is held in a fortress. Ancient Eteran mechanisms hold it in place, with no one but us knowing how to enter. The second vault is deep inside the Stonefall Mountains, with traps that only the keepers know how to maneuver. The third shard is always on the move. It uses multiple vaults. Only we possess the knowledge to open them. This is why we never call a single place home.
Okay. Oh, nice. Sehr schön. Wann werden wir arbeitslos? Ah, du, ne? Weniger Tarkov, mehr Last Epoch. Ja, das ist ein ganz simples Ding. Ganz simples Ding. Andere Games müssen weichen. Oder das Streamen muss sich bezahlt machen. Oh, nice. Wenigstens einen Folianten bekommen. Danke. Naja. Eine Intelligenz weniger. Erhöhter Dienerschaden. Naja, mehr. Schnellere Cast-Time. Was haben wir hier noch? Astschrein. Achso. Nice. Die Hast. Gab's hier auch noch was zum Lesen irgendwo? Oh Gott, oh Gott. So, Lederhandschuhe. Das da sieht auch gut aus. Der da steht richtig cool in der Gegend rum. Achso, da hinten ging es eh nicht weiter, okay. So, der darf mal kurz da hinsiechen. Aber nur in Tarkov kann ich rumrennen, Leute. Du kannst auch in Last Epoch Leute auf Russisch beleidigen. Ob das so viel Sinn hat, ist sei halt dahingestellt. Bist du jetzt voll der Russisch-Experte oder was? Hast du jetzt durch Tarkov Russisch gelernt? Okay, dann sortieren wir mal. Gut, dann muss jetzt ehrlich hier so ein bisschen was weichen. Wie kann ich das nochmal fallen lassen? Mit Shift. Ich glaube, die Schilde können weg. Und dann der ganze graue Shit, der kann wahrscheinlich auch weg. Alles grauer Shit. Das sortieren wir. Okay. Oh, was haben wir da? Haben wir eine Truhe. Und ein Hastschrein. Nochmal einen. Ach, da ist die Truhe. Let me ask, for how long must we live like this? No one cared about the shards until recently. Until Raya. For now it's just him. But how much longer until Lagan seeks them out? Majasa, we uphold customs, as Itera willed. But our goddess is gone. If she knew the state of the world,
Would she not request us to act? To bring peace back between her children? We cannot keep the old ways. The council is scared, but nothing will change if we do not change. Okay. Okay, okay. Interesting. Ich bin sicher, hier kann man auch so eine Taste einbauen, wo der einfach auf automatisch jemanden auf Russisch beleidigt. Schönes Chat-Makro oder so. Ganz bestimmt. Gibt so viele Features. Okay. Das gehen wir gleich weiter. Lass mal gucken. Der braucht auch nicht mehr so viel. Hier sind wir wieder nur. Hier sind wir wieder am Anfang. Okay, gut. Das war echt nicht so smart, das zu reskillen. Aber naja. Okay, die Nordstraße. Irgendwie so ein kleines Vieh bei sich, ne? Kriege ich das denn auch? Was war's? I'm sure you have questions, but let me first check and make sure the epoch's safe. Who do the keepers adhere to? Our slumbering mother, Eterra. Alone. A goddess they cannot see. They sent no treasure to sea for Lagon, nor works of art south to Majassa. Were they in league with Herod's savages? No. Their alliance seems to be a recent development. How can they claim a greater connection to Eterra than us? We're the servants of Rhea, the inheritor of her domain. It is blasphemy. They will burn. Ja, auf jeden Fall einen decent Hass. Das ist groß geschrieben und so. Morgen Nightingale. Morgen Nightingale, ja. Ja. Wenn Eva das bestätigt, ja. Ansonsten, Eva wollte nämlich auch noch Palworld morgen spielen. Dann hätte ich vielleicht gesagt, könnten wir auch, je nachdem wie lange wir Samstag machen, Samstag zocken. Samstag ist ja ein Wochenendtag. Morgen hoch die Hände, Wochenende. Einmal zurück zum Verkaufen. Wenn wir dann einmal zurück sind zum Verkaufen, dann gehe ich mir auch noch gerade was zu trinken. Ich glaube, ich gehe mir jetzt gerade was zu trinken. Be right back. Bis gleich.
Hallo, da sind wir wieder. Ich hätte wieder rein hier. So. Oh Gott, sind da mehr Leute zum Reden dazu gekommen? Man weiß es nicht, ne? Ja, alles gut gelaufen, ja. Lass mich mal gucken, was hast du denn jetzt hier so drin? Ja, das, wird. Erhöht Schaden im Laufe der Zeit. Was heißt das? Heißt das, der erhöht dort Damage? Erhöht Schaden im Laufe der Zeit. What? Warte. Wir stellen mal kurz auf Englisch. Sehr schön. Ach. It has damage over time. Ah. Das, ich will ja jetzt nichts sagen. Aber das kann man wahrscheinlich auch anders übersetzen. Also wieder auf Deutsch. Das kann man potenziell anders übersetzen. Der Stab hier. Das wäre so cool, wenn ich die disenchanten könnte oder so irgendwie was damit machen. Info. Schmiedepotenzial. Gegenstände zersplittern. Wenn ein Gegenstand mit einer Rune der Zersplitterung spielt, wird er in Splitter umgewandelt. Ah. Haben wir denn Runen der Zersplitterung? Wahrscheinlich, oder? Lass mal gucken. Okay, perfekt. Wir können das jetzt. Nicht machen. Denn einzigartige Gegenstände können nicht zersplittert werden. Okay. Gut, dann nicht. Erhöht Zauberschaden. Chance auf Entzündung bei Treffer. Ohohohoho. Ohohohoho. Ja, das, jawohl. Erhöht Feuerschaden. Jawohl. Me likey. Intelligenz. Ist okay. Ist okay. So, nee, das sind ja die Sachen, die ich noch... Erhöht Feuerschaden. Nice. Zauberschaden. Nee, das passt schon. So, ich kann aber noch was zersplittern. Ich könnte den Zauberschaden wahrscheinlich hier noch zersplittern, oder? Machen wir das doch mal. Probieren wir das doch mal aus hier. Zerschmettern. Ein Zauberschadensplitter erhalten. Nice. So, nochmal mit ihr hier reden. Ja, alles gut. Ja, Dot Damage wollen wir auf jeden Fall. Oh, Rune des Zerschmetterns, die kostet halt auch wirklich viel, ne? Gut, was war das da nochmal? Ja, das war definitiv schlechter. Brauchen wir nicht. Feuerbeständigkeit. Naja. Nee. Nee. Ich glaube, die Rune des Zerschmetterns brauchen wir uns jetzt auch nicht zu kaufen. Da werden wir wahrscheinlich noch extrem viele davon finden. Gut, mal sortieren und dann verkaufen wir mal ein bisschen. Außer den Zauberstab da. Der Zauberstab, der wandert in die Truhe.
Er kommt hier rein. Okay, was willst du jetzt hier? Unser Lager ist sehr klein, aber wir haben, was wir brauchen. Genau, bist du? Ich bin Fitz. Kümmere dich um Growl. Wir sind scheue Tiere, aber stark. Sind sie gefährlich? Nicht im geringsten. Wenn sie nur abrichten können, werden sie großartige Kämpfer, aber sie sind sehr scheu. Stattdessen helfen sie uns, unsere Felder zu bestellen, um uns zu ernähren. Freundliche Kältchen. Ist es, ein Hüter zu sein? Ist wunderbar. Wir studieren unsere Geschichte und bewahren Eterra so gut wir können. Dazu gehört die Natur. Die Natur, der Schutz der Tiere. Das ist ein gutes Leben. Ich würde mich anderes wünschen wollen. Ich kämpfe lieber. Jeder hat einen Platz, wie Terra es vorgesehen hat. Und sicher, deiner ist auch gut. Sag mal, weißt du, wann man zurückkommt? Ich muss ihm etwas zeigen. Die alte Tessie hat gelernt, wie man Hüte trägt. Was? Suche ihn im Moment. Aber wo? Ich sollte gehen. Tschüss. Wer bist du? Okay. Weißt du, warum ich dich da einlässt? Haben wir ein Problem? Natürlich nicht. Es ist nur... Fühlst du dich von mir bedroht? Natürlich nicht. Wenn ihr dir vertraut, tue ich das auch. Ich bin Maeve. Ich bin eine Spitzenkriegerin. Und doch, als ich darum gebeten habe, in den Verhandlungen zu sprechen, hat er Nein gesagt. Ich weiß nicht, warum er mich auserwählt hat. Heorot hat immer einen Plan. Sieht das Gute in Leuten und deshalb schmerzt das alles. Eine Kriegerin, aber ich kann auch verhandeln. So kann ich meine Leute so habe ich meine Leute ausgebildet. Kann Herod das nicht verstehen? Du bist hier? Er braucht deine Hilfe. Meine Aufgabe hier ist, Wache zu stehen, falls irgendetwas schief läuft. Ein Witz, oder? Doch als würdest du dir passen mit den Osbricks, man weiß ja nie. Ach, weißt du, erzähl mir einfach, wie es läuft, ja? Hier rumzustehen hilft niemandem. Alles klar. Jo, von mir aus. Stimmt nicht, aber ist egal. Guards? I suppose you're fine without. Sorry. I've got a lot on my mind. We're not used to attacks like this. Okay. Normally we're left alone. Worst enemies nature. Wolves, quill hogs, whatever Eterra throws at us. But people? Wars? We're not equipped for this. We exist to preserve history. Protect Eterra's past. Until now, we were ignored. I don't know why that's changed. Indeed. It hasn't been that way for us. Even amongst our council, we're equals. It's just Balthus and I. He doesn't know when to stop. I'm afraid he'll get hurt. I swear, he's prepared his whole life for this. He knows our scripture better than anyone, but he disregards it so easily. History is not observed, it is made. This is our best and brightest. He's also quickest to act. I just hope it doesn't hurt him. Thanks. I hate it. Hate that we must rely on allies. No offense. We value tradition. We're not fighters. We're protectors. It's always been that way. No matter our numbers. Anyway, I've talked enough. Let's not keep Balthus waiting. Jo, mach mich dann auf den Weg. Ja, 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 ja. Okay. Dann, let's go. Gehen wir zu dem guten, Walter Dingsbumsen. Ich kann mir seinen Namen nicht wirklich merken. Aber der hat aber auch keine so große... Okay. Dürfte ich bitte reisen? Bitte nicht abbrechen, das wäre geil. Hallo. Übrigens, was sagt denn der... Ja gut, wenn Sven es nicht will... Was sagt denn eigentlich der Shop so? Laden öffnen. Ich habe 350 Punkte übrigens. Okay.
Nice one. Mhm. So, Vorbesteller-Edition. Wollen wir noch gucken. Erhalten Sie das kosmetische Gegenstände im Offline-Modus nicht verfügbar sind. Offline-Modus nicht verfügbar, okay. Interesting. Ich glaube, ich werde mir aber noch die Ultimate Edition da gönnen. Das sieht schon gut aus hier. Vielleicht auch noch die Unterstützerpakete hier. Das sieht gut für ein Necro aus, ne? Da wird das Täschlein vielleicht wieder ein wenig brennen. Mal gucken. So, darf ich jetzt bitte... Jetzt will ich porten. Komm. Do it. Na? Komm schon. Hallo, please. Blitz. Jetzt sieht relativ gut aus. Oder? Oder? Es lädt sehr lange. Das ist eigentlich zumindest mal, glaube ich, nichts Schlechtes. Hoffe ich. Doch. Okay, es kommt noch mal zu einem Update, weswegen Disconnects sein könnten. Hallo? I cannot do that. I cannot do that. I cannot do that. I cannot do that. Ja, du sollst aber porten, das sollst du machen. Da du keine Spades casten willst hier, ist mir doch egal. Du sollst porten, sollst du. Dann kann ich ja auch nochmal hier zurücklaufen. Was soll der Geiz? Sagt das noch was anderes? Protection. More than protection. An alliance. But the truth is... Okay. Nice. Sehr schön. I'm sure you have questions, but let me first check and make sure the epoch's safe. Yo. Wer bist du jetzt? Hallo? Ja, Nix hier, Nix, Hallo? Ich will deinen Dialog haben. Was? I'm sure you have questions, but let me first check and make sure. Who do the keepers adhere to? Our slumbering mother, Eterra. Alone. A goddess they cannot see. Hallo? Ich will nicht. Okay. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Aber hier? Oh, nice. Mal die Truhe aufgemacht.
Okay, ich will sie jetzt was sagen. Okay. I'm sure you have questions, but let me first check and make sure the epoch's safe. Okay, wir reisen mal wieder zurück. I'm sure you have questions, but let me first check and make sure the epoch's safe. Und dann reisen wir mal wieder hin. Irgendwas stimmt da ja nicht. So. Es kann sich nur um Stunden handeln. Kann sich nur um Stunden handeln. Du, 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 du. Jetzt ab. Ich habe es so viel gebrochen schon wieder. Ach Mann. Warum tut es das? Warum wollen auch immer so viele bei Releasen ein Game zocken? Was soll denn das? Können die das nicht lassen? Mensch. Anscheinend können sie es nicht lassen. Ja. +5 mal Charakterstufe. Das heißt 55 auf Stufe 1, 550 auf Stufe 100. Okay. Nice. Kann ich aber vielleicht sogar noch bessere Tränke irgendwann bekommen. Das wäre cool. Das dauert mal wieder 5 Jahre, ne? Nösch! Ganz tolles Gameplay, das ganz tolles Gameplay und jetzt ist wieder abgebrochen. Lass mich doch dahin reisen. Weiß nicht, ob es vielleicht besser klappen würde, wenn ich das Game neu starte. Vielleicht kam irgendwie ein Update oder so. Man weiß es ja nicht. Sieht
nämlich nicht danach aus, als würde es funktionieren. Ja, was? Wir gehen mal hin, wir machen mal kurz aus hier. Ja, ja, mein Fortschritt wird gespeichert. Perfekt. Dann machen wir mal kurz hier aus. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Guten Tag. Und dann gucke ich mal gerade, ob irgendwie ein Update oder so kam. Sieht aber nicht so aus. Dann starten wir einfach wieder. Switchen wieder rüber. Ja. Nice. Ach ja. Einloggen. Okay, ich bin wieder online. Und wir spielen unseren Magier. Der sieht aber auch wirklich gut aus, der Magier. Ja, ja. Online-Spiel nicht verfügbar. Okay. Nochmal. Online-Spiel nicht verfügbar. Was ist denn jetzt los? Ich habe keine. Irgendwie keine Musik mehr, hä? Ich hätte drin bleiben sollen und hätte sollten die ganze Zeit weiter versuchen. Nee. Game sagt, heute nicht mehr. Wie es aussieht. Ja, die sind wieder tot. Ich guck mal einmal gerade. Das Ding ist, es ist wirklich keine. Kein Sound mehr da. Weird shit, not gonna lie. Mein kein Sound mehr da? Nee, das funktioniert weiterhin. Das Epoch hat nur keinen Sound mehr. Achso, weil der plötzlich wieder ausgeschaltet war. Okay. Nee. Das ist schade. Das ist wirklich extrem schade. So, wir probieren es jetzt noch einmal. Nee. Okay. Dann, damit ist das hier ein kurzer Stream. Ist wahrscheinlich auch ein kurzes YouTube-Video. Also was heißt kurz im Vergleich. Wenn wir nicht spielen dürfen, dürfen wir nicht spielen. Ist dann halt einfach so, ne? Kann man nichts machen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Zu ein wenig Nightingale. Gehe ich mal davon aus, einfach. Ansonsten tut's euch gut und wenn es geht, noch besser. Und wir sehen uns dann demnächst. Bis denne und tschüssikowski.
Bye-bye.